Hallo Menschen und herzlich willkommen zurück zu SMW Hacks. Heute am 18. Februar um 23.10 Uhr. Der heutige Hack lautet Mega Rex Island, gemacht vom lieben Super Wii Dude. Und er schreibt in seiner Beschreibung, dass irgendwie viele wohl ein bestimmtes thematisches Wesen haben aufgrund eines Contests, an welchem er wohl teilgenommen hat. Und es gäbe wohl aber auch sehr, sehr viele, ja, Super Mario Yoshi's Island Thematiken, wie man ja hier auch im Hintergrund sehen kann. Die Story lautet wie folgt: Bowser hat die Prinzessin der Yoshis entführt, weil er jetzt mittlerweile Sophilia hat. Er dachte sich wahrscheinlich so, okay. Prinzessin Peach kriege ich nicht mehr so wirklich rum. Ich schaff's einfach nicht. Er schafft's ja nie wirklich. Er war ja mal in dem neuen Super Mario Spiel kurz davor, sie zu heiraten, ne? Aber er schafft's einfach nicht. Dementsprechend dachte er sich so, ja, okay, fange ich was mit Tieren an, kein Problem. Dementsprechend müssen wir als Mega Rex die Yoshi-Prinzessin retten. Verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Also, ich meine, schaut ihn euch an. Klar, er sieht aus wie ein Yoshi, aber es ist ja eigentlich ein Dino, ne? Und die waren ja eigentlich immer so unsere Feinde. Also verstehe ich nicht so wirklich, was da jetzt abgeht. Aber okay, ich meine, wenn Bowser was mit Tieren anfängt, kann Rex ja auch vielleicht mal seine Seite wechseln. Kein Problem, würde ich mal sagen. Rex! Ja, jemand hat die Yoshi-Prinzessin gekidnappt. Bitte geh los und hol sie zurück. Ja, mein Freund. Warum du das jetzt nicht selber tust, weiß ich nicht. Aber okay, machen wir das einfach mal. Okay, ich habe schon mal zwei Möglichkeiten. Lass erstmal hier reingehen, mal gucken, ob sie da irgendwas verändert haben. Ah, Musik ist anders. The Four Fiends Castle is high on the cliff. To the west, so maybe you should visit the Yellow Palace. Okay, ich sollte vielleicht mal erst den Game Palace besuchen, sagt er mir. Er hat mir gerade so ein bisschen eine Wegbeschreibung gegeben. Ja, gut, ich würde mal sagen, Moment, okay, man hätte sich's vielleicht nochmal durchlesen sollen, statt einfach nur vorzulesen. Warte mal. To the west, so maybe you should visit the Yellow Palace first. Westen war links, oder? Norden, Süden, Osten, Westen. Ich glaube, Westen war links, deswegen gehe ich jetzt einfach mal nach links. Behaupte ich jetzt einfach mal. Gut. Dann machen wir erstmal das hier, damit wir dann höchstwahrscheinlich die jeweiligen Gesteine kriegen. Ja, das ist definitiv Super Mario. Nicht Super Mario. Wieso sage ich immer Super Mario? Yoshi's Island, was ich sehr, sehr mag. Ich fand das sogenannte Theme, finde ich sehr, sehr sympathisch. Das hat sowas richtig schön Knuffeliges, Kuscheliges. Natürlich sind die anderen Themes von Mario, hier von Super Mario Bros. Und so weiter, auch nicht schlecht, aber ich finde, das hatte nochmal so wirklich was komplett Einzigartiges und das hat jetzt auch nichts mit irgendeiner Art von Nostalgie zu tun, weil ich hatte ja damals beide. Ich hatte Super Mario Land eher als das hier, als Yoshi's Island. Aber ja, da waren jetzt auch nicht so viele Jahre dazwischen. Von daher, ja, ihr habt's gehört. Heute ist nicht Sonntag, sondern Montag. Ich hab's gestern. Ach so, scheiße, da hätte ich hier. Kriege ich hier vielleicht noch einen Panzer? Ja, da sieht man übrigens, dass ich hier diesen Block brauche, ne? Ja, ich lasse mich jetzt einfach mal töten, weil ich unbedingt wissen will, was da ist. Wahrscheinlich irgendwie so eine Pflanze oder so ein Geheimgang oder sowas. Ja. Ich hab's gestern tatsächlich nicht geschafft, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, mit meinen 120 Euro zu flexen, die ich bekommen habe, die ich mir hart erarbeitet habe. Da bin ich dann erstmal fett online shoppen gegangen. Was ich mir letzten Endes gekauft habe. Oh, ich bin gut. Ja. Was ich mir letzten Endes gekauft habe, zeige ich euch dann in ein paar Tagen auf meinem Kanal. Die Sachen müssen natürlich erstmal geliefert werden. Aber Skill habe ich mir nicht gekauft, wie man sieht. Da hätte ich vielleicht nochmal so einen Zehner rausflanken sollen. Dann wäre mir, ja, dann würden mir unter anderem, ich bin dumm, solche Sachen nicht passieren. Es ist schon wieder dieser Alzheimer-Moment. Ich hatte den Panzer, aber habe schon wieder vergessen, warum ich den überhaupt, ja, geil.
Puh, warum ich den überhaupt haben will? Ich glaube, das wird wieder eine sehr, sehr lange Folge. Ja. Ich sehe schon, ich sollte vielleicht nochmal das ein oder andere Mal mehr Mario spielen. Nicht nur in den Videos. Ja, okay, fick dich. Ganz ehrlich, ich will doch nur diesen scheiß Panzer haben. Jetzt sei doch mal nicht so. Du dämliches Kackvieh. Ja, flieg weg. Flieg irgendwo gegen die nächste Laterne. Vermisst dich eh keiner. So. Ja, gut, dann... Gut, hier hätte ich jetzt noch eine Alternative. Da hätte ich eigentlich auch noch eine Alternative. Ja, geil. Schön, dass ich meine Alternativen gegenseitig umbringe. Es ist echt zum Kotzen. Das ist so... es ist so dumm. Ich bin so stur. Und das Spiel ist leider auch komplett stur. Mann. Ja. Okay, ja, jetzt reicht's, Leute. Jetzt reicht's. Jetzt gibt's Krieg. Ganz ehrlich. Jetzt gibt's Krieg. Und ihr dachtet, der Zweite Weltkrieg wäre schlimm gewesen, ne? Nein, pass auf, jetzt kommt der Dritte hier. Ja, nee, ich schnapp mir jetzt wohl einfach hier ein. Zack, mach hier ein Safe State, weil die mir alle auf den Sack geht. Und dann werde ich diesen Panzer jetzt dahin bringen, wo er hingehört. Zu einem Haufen von Steinchens. Oder auch nicht. Gott, mich fuckt das so ab, ey. Ich will doch einfach nur diesen Panzer behalten. Seid doch mal nicht so. Kauft euch selber ein, ja? Nur weil ich jetzt hier so ein bisschen Geld habe, bedeutet das jetzt nicht, dass ich hier mit euch teilen will, so. Und? Das gab's, glaube ich, bei Super Mario Bros. 3 auch, ne? Das war so in den ersten 1-2 Leveln. Ich glaube, das war sogar das erste Level. Da konnte man dann irgendwie so eine komische Pfeife oder wow. Wow. Wow! Das hat sich jetzt aber gelohnt. Null. Ja, was auch immer. Oh, guck mal, ich werde sogar rot. Durch die nette Feuerblume. Ja, das mag ich immer so, ne? Finde ich sehr, sehr geil, wenn man in Hacks dann auch tatsächlich andere spielen darf. Weil diese Charaktere müssen ja auch... Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, diese Charaktere müssen ja auch selber erstmal kreiert werden und selber ihre Sprunganimation kriegen. Gut, das ist jetzt bei... Fuck. Oh nein! Ne, okay. Vor allem, ich bin so dumm. Ich hatte einen Checkpoint. Ne? Oh, es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. Ja, das ist jetzt bei dem hier vielleicht... Was heißt vielleicht? Eigentlich nicht der Fall, weil den gibt's ja wirklich. Nur ist es mir jetzt... Ja, wie soll ich da durchkommen? Hä? Wie soll ich da durchkommen? Nur ist es mir jetzt nicht bekannt, dass der Typ springen kann. Also von daher denke ich mal, dass sie irgendwie... Ja, oh, das war gut. Dass sie irgendwie vielleicht die Sprunganimation irgendwie gemacht haben. Ja, wahrscheinlich irgendwie einfach von Mario übernommen oder so. Aber es gab ja in der Vergangenheit schon durchaus andere Hacks, wo man dann tatsächlich mit anderen spielen konnte. Also beispielsweise bei dem Hack The Fishing Season. Fick dich ins Knie. Bei dem Fishing Season Hack, da gab es dann eine komplett neue Charakterin. Das ärgert mich gerade so ungemein, dass ich eigentlich einen Checkpoint hatte, aber dann einfach das fucking Spiel nochmal geladen habe, zumal das hier ist. Ja, wobei, es ist schon irgendwo notwendig, weil dieses Kackding ja da spuckt. Weil dieses Kackding Kacke spuckt. Lasst mich doch mal bitte mit der Scheiße in Ruhe. So, okay. Das hat jetzt funktioniert. Yay! Und dann mache ich hier einen fucking Safe State. Ja, während ich mich hier durchquäle, kann ich ja noch so ein bisschen was erzählen. Also, ne, ist natürlich ein bisschen doof, wenn man dann das, was man sich vorgenommen hat, nicht so wirklich einhält. Also so von wegen, jo, am Wochenende jeweils eine Folge, ne, Samstag und Sonntags. Aber, ich wurde dann auch, na, komm ich da ran? Nee, es funktioniert nicht. Oh, das ist natürlich nicht, das ist jetzt super Premium gewesen. Ja, ich wollte doch nur das Level erkunden. Das hat man davon, wenn man sich Mühe geben will. Ja, ich wurde aber dann auch dementsprechend tatsächlich wieder von YouTube belohnt, denn wie wir ja alle wissen, unterstützt YouTube hobbylose, dumme, unzuverlässige Spasten, ne? Sieht man ja an den erfolgreichen YouTubern. Ich habe tatsächlich wieder, wie ich in meinem einstündigen Video, welches ich letztens hochgeladen habe, ja, gesagt habe, habe ich tatsächlich wieder einen Abonnenten bekommen, ja. Ich habe nichts hochgeladen, ich habe einen Tag nichts gemacht, obwohl ich tatsächlich was machen wollte und zum Dank kriege ich ein Abo. Das ist so lächerlich. Aber ja, an dieser Stelle, Grüße gehen raus an Trafalgar Luna. Falls du das hörst, was ich
sehr, sehr stark bezweifle, weil mir hört ja auf YouTube nie irgendjemand zu. Aber falls du es doch hörst, ja, Trafalgar Law ist... Wie soll ich das machen? Hä? Ja, ich sterb doch da. Muss ich da gezwungenen Schaden nehmen? Oh, warte. Ach nee, shit, das sind Bomben. Ich dachte, der wirft mir jetzt vielleicht irgendwie einen Gegenstand runter. Das wär's jetzt. Vor allem, wie sehen eigentlich die Pilze aus? Das ist ein Trank, ne? Ich dachte gerade kurzzeitig an dieses... Ja, dann mache ich das so. Fuck you, ey. Kurzzeitig an diese Tür, die man in Warnung... Achtung vor den springenden Fischen. Ich habe an diesen Teppich gedacht. Aus Super Mario Bros. 2, die man da so werfen konnte. Und da war ja dann so eine Tür, da ist man hingegangen. War in so einer schwarz-weiß Spiegelwelt und konnte man dann sich immer so einen Pilz holen. Nicht Pilz, sondern ein Herz. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Da dieses Spiel... Ich glaube, das war Super Mario Bros., ne? Dieses... Ja, ich kann's hier nicht anders machen. Und dann bin ich auch noch zu doof, um wieder raufspringen zu können. Dieses Spiel, wo man da immer Leute mit Eiern bewerfen konnte und so. Ja, was ich jetzt letzten Endes noch sagen würde, Trafalgar Law ist tatsächlich auch mein Lieblingscharakter aus One Piece, weil er eben halt so ist, wie er ist. Also in Animes stehe ich total auf diese ja, Charaktere, diese mysteriösen, die kaum reden und wenn sie dann reden, super cool sind. Zoro und Sanji kommen natürlich auch sehr, sehr nah ran. Also die sind ja auch sehr, sehr ruhig und cool. Aber, ja, ne? Sanji hat halt sein Viber-Problem und Zoro ist halt orientierungslos. Also klar, das macht sie dann nochmal eine Spur sympathischer. Also das will ich ihnen jetzt gar nicht ankreiden, ne? Aber Law hat für mich einfach keine... Ach, ich vergesse das immer wieder. Law hat für mich einfach keine so wirkliche Schwäche. Also der ist halt meiner Meinung nach immer cool. Von daher... Also, da kann ich dir tatsächlich nur beipflichten. Das ist eine echt coole Sau. Und ja, Law wäre tatsächlich einer von denen, wo ich mir sagen würde, ey, wenn ich schwul wäre, ja, ich hätte den Law gerne als Freund. Der ist so cool. Aber ja, kommen wir mal wieder zurück zum Spiel. Ich finde es sehr, sehr cool, ne, dass sie hier, dass der... Wow, ja, er hat mich gewarnt und da sind keine Steine und... Ah, ich hatte noch keinen Checkpoint, ne? Ja, finde ich ganz, ganz cool. Also diese... Ich würde sogar behaupten, dass... Vor allem die Stelle ärgert mich so ungemein. Ich würde sogar behaupten, dass das hier diese Inseln, auf der ich mich hier bewege, selbst kreiert sind. Also ich würde jetzt spontan sagen, dass die damals... Oh, kann ich da... Ach scheiße, ich kann nicht auf dem drauf stehen bleiben. Ich würde jetzt sagen, dass die nicht in Yoshi's Island drin waren, aber man kann mich ja gerne korrigieren. Die Musik ist auch so ein bisschen... Ja! Das ist so traurig. Die Musik ist auch so ein bisschen geremixed, ne? Also klar, man erkennt das Original, aber ja gut. Das haben Remixe so an sich, dass man noch so ein bisschen das Original raushört. Oh Gott, okay. Ich weiß nicht, ob ich das schon als Kritik hinstellen kann oder eher so meine Inkompetenz ist, aber ich würde schon sagen, hier ist so ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen zu viel RNG. Also so wie die, ja, wie sich die, komme ich da, ach nee, da komme ich nicht hoch. So wie sich die Gegner und so weiter verhalten, die fliegenden Fische kombiniert mit der Tatsache, dass ich nicht überall stehen kann, ebenentechnisch und gegnertechnisch und so weiter. Also das, was jetzt hier halt eben so im Level passiert, finde ich ein bisschen random. Also da kann man ja im Grunde nur durchrennen und hoffen, dass es funktioniert. Ja, und dann, guck mal, dann hast du hier so eine Stelle, das heißt, ich muss zurückspringen. Okay, gut, die Fische kamen jetzt nicht nochmal wieder. Hat jetzt ein bisschen Schiss, dass das der Fall ist. Und natürlich bin ich immer kurz vor dem Checkpoint verreckt. Okay, okay, na dann. Oh, guck mal, Hähnchen. Hähnchen macht mich feurig. Ja, wahrscheinlich irgendwie Chili-Schoten-Hähnchen oder sowas. Gibt es das? Hähnchen gefüllt mit Chili? Oder irgendwie, weil das Hähnchen... Hatte ich dich nicht eben getötet? Vielleicht, weil das Hähnchen irgendwie gerade frisch vom Grill kam oder so, wird er feurig? Ja. Oh. Ich hasse mich. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich selber hasse? Jetzt habe ich doch reflexartig... Fuck.
Das ist, ich glaube, das wird so der Running Gag in der Folge sein, ne? Dass ich mir meine eigenen Checkpoints kaputt mache. Ich habe gesagt, dass ich mit dem Geld geflext habe. Das bedeutet aber nicht, dass ich hier gute Reflexe haben sollte. Zumal, dass ja keine guten Reflexe sind, ne? Also wenn es jetzt um Springen oder so geht, sterbe ich. So, jetzt habe ich nochmal gespeichert. Wenn es ums Springen geht, sterbe ich. Aber also dann, wenn ich quasi nicht die Reflexe haben soll, habe ich sie auf einmal. Das ist schon ziemlich bitter. So, hier sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Ja, ich kann den Bastard noch nicht töten. Ich finde das komplett... Oh, warte. Nee. Da, der Panzer. Ich finde es komplett unnötig hier, dass ich... Ah, nee, ich konnte ihn doch treffen. Scheiße. Dass ich hier immer irgendwie was abgeben soll. Das ist kein fucking Kaizo. Das ist der einfache Schwierigkeitsgrad. Da nimmt man keinen gezwungenen Schaden. Aber okay, wir haben es in eine Röhre geschafft. Beziehungsweise das komplette Level beendet und natürlich auch schön mit diesem Endboden, den man ja auch aus Yoshi's Island kennt. Leider konnte er ja nicht dieses richtige Ziel integrieren, ne? Bei Yoshi's Island war das ja so ein Kreis und dann kam da auch andere Musik und so weiter und so fort. Das ist wahrscheinlich nicht möglich, hacktechnisch. Was ist das eigentlich für eine Musik im Hintergrund? Ah! Ja, das ist das Hauptmenü-Theme von Yoshi's Island. Nur ein bisschen cooler und weniger traurig. Okay, so. Meine Lieblingsarten von Level hier. Das fucking Geisterhaus. Das fängt schon wieder gut an. Ich werd doch jetzt sicherlich gleich wieder um so eine Rätselscheiße hier machen müssen. Oder? Okay, jetzt bin ich hier. Alles klar. Noch kann ich dir folgen. Habe ich die Steine aktiviert? Waren die vorher durchsichtig? Das würde mich jetzt an dieser Stelle mal fragen. Die Frage stelle ich mir. Das würde ich mir jetzt mal fragen. Ja, frage ich mich das oder frage ich mich das nicht? Ich weiß es nicht, ob ich mich das selber fragen sollte, ob meine schizophrenäre andere Seite da jetzt Bock drauf hat auf ein Fragen- und Antworten-Spiel. Okay. Also hier war ich schon mal nicht, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Erstaunlich, wie ich da an diesen Ranken hin und her springen kann, ne? Konnte ich früher mal nicht so gut. Okay, da ist ein Objekt. Da gibt's auch was. Ha! Gut, gut, gut. Direkt wieder aufgefüllt. Das sieht aber böse aus. Ja, krieg ich das hin? Ja, okay. Also bis jetzt noch kein wirklicher Rätselfaktor, würde ich mal sagen. Oder ich mache unbewusst alles schon richtig und man könnte da viel, viel falsch machen. Also momentan ist es eher so, hui, die Hitbox. So ein dämliches Hin- und Hergewusele, was ich in Ordnung finde, solange ich irgendwie Fortschritte mache. Ah, das hätte ich gerne. Gimme that. Okay. Jetzt? Ich will schon wissen, was da ist. Wehe, das ist jetzt Bullshit. Okay. Es ist kein Bullshit. Also noch nicht. Vielleicht werde ich ja noch gebullshittet. Da kann ich hin. Es ist wirklich nur so ein dämliches Hin- und Hergeworpe, ne? Okay, jetzt bin ich da. Okay. Was ist hier? Autsch! Ah, shit, die Stacheln habe ich nicht gesehen. Ich war auf andere Teile fokussiert. Das habe ich beim Mädchen früher auch immer gesagt. Was hast du gesagt? Ich war gerade auf andere Teile fokussiert, Lul. Nein. Ich glaube, ich werde jetzt mal hier einfach hier reingehen. Und bin da. Cool. Ja, da habe ich ja nur die Möglichkeit. Puh, Leute. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Kann man das überhaupt halten? Ist die Emotion die Time-Up? Was? Was? Ich wollte gerade sagen, ist die Emotion die Verwirrtheit, die ich in mir spüre, eine physische Sache? Was war denn das gerade? Bin ich gerade wirklich gestorben wegen der Zeit? Es steht gar keine Zeit. Der hat mich gebullshittet. Okay, ja. Ist jetzt natürlich so die Frage, soll ich hier
irgendwie krasse Save-States machen. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich anders machen soll. Ich denke, ich werde hier... war ich hier schon mal? Ach so, da kann ich stehen, ne? Ich dachte, da wäre eine Wand. Das ist jetzt so 3D-technisch ein bisschen schwierig. Okay, ja. Gut, was kannst du? Nicht viel. Ich werde hier mit Sales jetzt arbeiten, weil das ja nicht so wirklich Gegner- und Parkour behaftet ist. Sondern... ja, eher so... Trial-and-Error-Bullshit ist. Hatte ich beim ersten Mal auch die Möglichkeit, irgendwie den P-Switch zu benutzen? Hab ich nicht gesehen. So, zack! Haha! Damit hast du jetzt nicht gerechnet, hä? Aber das kommt mir schon wieder so ein bisschen bekannt vor. Aber irgendwas muss ich doch jetzt Spezielles irgendwie ausgelöst haben, oder? Ich meine, hallo, P-Switch? Da musst du mir schon irgendwas Besonderes für geben, würde ich mal sagen. Okay, hier war ich schon. Ich hasse sowas. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, ich habe es bestimmt schon mal gesagt, ne? Lasst mich... Oh, shit! Oh, okay. Mit eurem... ja, wie soll ich das machen, Kollege? Ah, so, okay. Lasst mich mit eurem scheiß Rätselgulasch alleine, ihr Spasten. Ganz ehrlich. Ich habe so Angst, auf einmal aus Versehen irgendwie speichern zu drücken. Wie habe ich es denn eben gemacht? So, okay, nochmal speichern. Dann bleibe ich hier. Und ich würde da tatsächlich gerne irgendwie... ja, Moment. Wieso bin ich da durchgefallen? Lol. Oh, warte, habt ihr das gerade gesehen? Das könnte sogar funktionieren. Aber nicht. Nee, ich denke, ach, das ist doch schon wieder zu behindert. Ich kann es auch einfach so machen. Und dann hier rüberspringen. Alles klar. Mach ich hier einen Safe State. Schau mich mal so ein bisschen um. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Schwierig, 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 Leute. Ja, klar. Da die Tür, die kommt mir bekannt vor, gehe ich hier rein. Und. Yay! Der Mittelpunkt! Geil! Moment. Ah, okay. Ich kann die so und so. Soll ich dich töten? Nö, ne? Das ist dir ziemlich... Moment. Egal, aber... hier war ich doch auch schon mal. Naja, okay. Checkpoint ist Checkpoint. Wenn der Checkpoint da steht, dann gehe ich davon aus, dass das auch legitim ist. Dass ich hier irgendwas Legitimes tue. Aber dann bin ich doch schon wieder hier. Gut, dann laufe ich jetzt rechts lang, beziehungsweise kann ich da... nee, das funktioniert nicht. Klar, ich könnte mir das Ding nochmal holen und dann darüber und so weiter, aber... nee, du. Nee, du. Okay, also was geht jetzt hier ab? Da komme ich dahin. Okay, will ich das haben? Nein, ich mache hier trotzdem jetzt mal Safe States. Wenn ich sterbe, dann habe ich ja da diesen Checkpoint. Okay, ja, hier war ich auch schon mal. Und bin dann, glaube ich, nach rechts gelaufen oder sowas. Oder war ich hier drin? Ich habe keine Ahnung, Leute. Das kannst du einem orientierlosen Schwein wie mir doch nicht vor die Flinte werfen. Ja, guck mal. Da verlerne ich sogar die deutsche Sprache, du. Das geht so nicht. Ja. Kreisverkehr, Bitch. Kreisverkehr. Ja. Gut, dann lasse ich mich jetzt hier fallen. Das kann ich gar nicht. Ich hasse dieses Level so sehr. Alter, 5 Punkte Abzug. Was, ich kann nur 5 vergeben? Ja, dann wie wär's mit sogar mit 20 Punkten Abzug? Gehe ich in den Minusbereich? Ist mir sowas von scheißegal. Mal ganz ehrlich. Kann mir doch keiner erzählen, dass da jemand Spaß an dem Scheiß hat. Das ist so unnötig, Mann. Oh, guck mal, ich hab's geschafft. Beste, ich nehme alles zurück. Super Level. Ich bin der Geilste. Nein, Spaß. Es ist komplett nervig, Mann. Mario ist ein fucking Jump'n'Run und kein Professor Layton oder irgendwie sowas. Nicht, dass ich sowas schon jemals gespielt hätte. Aber die Reviews haben mir schon den Rest gegeben. Ich weiß, dass ich dafür zu blöd bin. Ja, da habe ich gerade den Falschen angegriffen, ne? Ich dachte vielleicht irgendwie, ich müsste den da oben angreifen, aber es geht wohl nur um den beschissenen Geist. Und die anderen sollen mich extrem abfacken. Na. Er braucht halt auch ewig, um irgendwie zu kommen. Und, Dankeschön. Wieder mal 3 Leben, so wie es sich gehört. Okay, ja.
Okay, ich bin mal nicht so. Nee, jetzt 7 Punkte Abzug, nicht 20. 7. Es war halt komplett unnötig, ganz ehrlich. Hast irgendwelche Türen aneinander gereiht, hin und her geporte, Bossgegner und fertig. Das war absolut unnötig. Gut, Bowser Magma Fort. Das ist jetzt natürlich sehr, sehr interessant, ne? Da bin ich wohl doch den richtigen Weg gegangen. Ich hätte nach rechts gehen sollen für die gelben Blöcke, aber das können wir ja immer noch im Nachhinein machen. Okay, was haben wir hier? Ja, das ist doch hier auch wieder Yoshi's Island Style. Die... Ist das die... Moment, was ist da gerade passiert? Hat das Spiel geleckt? Ist das die... Die Burg von Kamek? Oder wann sahen die normalen Dinger auch so aus? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde jetzt spontan sagen, dass das nur bei Kamek so aussah. Also im letzten Schloss halt. Oh, sorry für den Safe State. Das war jetzt Reflex. Schön wieder geflext. Bin ich da jetzt etwa auf den Burgmauern? Das ist sehr cool. La 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 la. Gut, das ist ein bisschen... What the fuck? Das ist schon so ein bisschen irritierend, ne? Man weiß jetzt nicht, oh, wo kann ich jetzt springen? Wo kann ich jetzt nicht springen? Ui! What? Hatte der gerade irgendwie eine Kettensäge oder so in der Hand? Lul. Dem habe ich es aber gegeben, ne? Aber dem nächsten werde ich es wahrscheinlich, ja shit, nicht geben können. Was? Lol. Das ist ja auch ein netter Sound. Das ist doch dieser Sound, wenn man irgendwie also auf Select drückt, ne? Und dann... ja, sich ein Power-Up holen will. Gut, Mittelpunkt. So schnell habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Es gibt sicherlich noch andere Wege, also... Ne, das steht außer Frage. Aber nach dem dummen Level ist mir alles recht, Leute. Da, finde ich, habe ich das schon mal verdient. Ba, ba, da, ba, du. Da komme ich nicht hin. Okay, laufen wir weiter. Ja, das ist, ich glaube, das ist das, was er meinte, ne? Hier gehen da so, ein bisschen die Elemente ineinander über. Also zwischen... Hui, lul. Zwischen Yoshi's Island und... ja, Super Mario World. Etwas, das vielleicht auch in Super Mario Maker 2 später möglich sein wird. Das ist das, was ich am ersten kritisiert habe. Also ich hatte den ersten ja nie und so weiter, aber ich habe mir Videos angeschaut. Und da dachte ich mir so, wäre ja eigentlich schon geil, wenn man die Thematik miteinander kombinieren könnte, ne? Aber ich glaube, das ging im ersten nicht. Wäre extrem cool, wenn man das irgendwie dann im zweiten machen könnte. Das ist das, was die... Hui. Die Hacks hier, wie gesagt, schon seit Ewigkeiten können. Da habe ich ja auch noch nicht mein Statement beendet, ne? Das wollte ich ja noch sagen, dass fernab von dem, ob ich mir jetzt Super Mario Maker hole oder nicht, ich werde das hier immer mehr präferieren, weil man eben halt so viel machen kann. Hier das beispielsweise, das ist bei den Ziegelsteinen, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber hier der Boden und so weiter, das ist Super Mario Bros. 3. Also... Ups, ja das, da, was war das gerade? Das Spiel hat geleckt. What the fuck? Ja, schon wieder. Erstmal drei verschiedene Thematiken in einen Mini-Hack gebracht. Sehr, sehr cool. Aber das ist doch jetzt nicht Bowser, Leute. Was ist das? Verarscht doch jemand anderen, Leute. Das ist doch wieder dieses typische Lululululululul. Der wahre Boss ist in einem anderen Schloss. Oh, jetzt geht er aber ab hier. Was ist denn das hier? Sind das... Und ich krieg's echt nicht hin. Wow. Sind das hier drei verschiedene... Bossarten irgendwie kombiniert? Würde ich jetzt mal spontan behaupten, ne? Klar, es gab jemanden, der fliegen konnte. Jemand, der von links nach rechts gelaufen ist. Aber keiner, der so wirklich alles konnte. Genau, das ist der Standard-Spasti. Wobei, so hoch konnte er nie springen, oder? Das ist sehr, sehr interessant. Ich würde schon behaupten, dass der da auch so ein bisschen geflext hat mit dem Boss, so ein bisschen die verschiedenen Arten kombiniert hat. Er hat einfach diese drei Boss-Gegner in einen Raum gelockt, hat gesagt, mach mal so ein bisschen Liebe und dann kam das dabei heraus. Oh shit, und das auch noch mit der Musik, ey. Oh mein Gott, und es ist sogar da! Der komplette Eingang ist da. Oh Gott, ey, das hat mich... Damals wie heute hat mich das extrem abgefuckt, ne? Also in dem Sinne, dass ich das extrem gruselig fand. Bowser's True Lair, ja, also Bowser's wahre Höhle quasi, wahres Gebiet. Okay, Bowser lebt in einer Höhle.
Habe ich es doch gewusst, du verdammter Untermensch. Wobei dann wiederum... kann es auch sein, dass die Yoshi-Prinzessin in einer Höhle lebt und er ist einfach umgezogen. Ja, es ist sehr, sehr interessant hier, diese... Was, dieses ewige Streitthema Stalaktiten, Stalagniten. Eins von beiden ist nicht so nett zu mir, aber mit der Kraft der Feuerblume ist das auch kein wirkliches Problem. Huch, okay. Einfach mal aus dem Rohr rausgekommen. Ah, Footballmänner, alles klar. Ja, unterirdisches Training, warum denn nicht? Könnte man der deutschen Mannschaft auch mal empfehlen, dann wären sie vielleicht nicht so scheiße gewesen und nicht direkt ausgeschieden. Aber, ey, Fußball interessiert mich ja nicht so. Also, falls mich jemand noch nicht so gut kennt, eigentlich interessiert es mich ja gar nicht. Mich hat es ja auch eher so gefreut, dass die Bastarde ausgeschieden sind. Dann hatte ich nicht mehr dieses dämliche, ja, wir sind weiter und wir sind ja so geil Gelaber in meinem Land. Mich fuckt es so ab, wenn Leute von wir reden. Also es muss jetzt auch nicht Fußball bezogen sein. Es kann jetzt auch jede andere Sportart sein, wenn die Leute dann rumlaufen und sagen, ja, wir sind... okay, Checkpoint. Wir sind die Geizen. Wir haben, was weiß ich, Brasilien besiegt und so weiter. Ihr habt gar nichts gemacht, okay? Ihr sitzt nicht draußen und spielt Fußball. Was bildet ihr euch eigentlich ein, Leute? Wie? Hat sogar beim ersten Mal funktioniert. Mann, bin ich stolz auf mich. Autsch! Okay, da bin ich jetzt irgendwie nicht rübergekommen, warum auch immer. Da ist mein Charakter kurz geistig mal hängen geblieben. Dachte sich so, oh, okay, vielleicht sollte ich mich mal dem Internet anpassen, du. Das wird jetzt auch schwierig. Wobei, ich muss gar keinen Drehsprung machen. Ich kann das ja auch einfach so machen. Das, was ich da... Ui, Stein habe ich... Den Stein habe ich erst gesehen, kurz bevor ich gegengeknallt bin. Ja, das, was ich ja gemacht habe, war ja schon High-Quality-Content. Dabei muss ich die Feuerdinger da gar nicht benutzen. Lul. Oh, okay, gut, da hätte ich warten müssen. Egal, ich renn durch. Ich bin gerade fickerig. Oh, nein! Fuck. Ich habe jetzt Angst, was zu drücken. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Hatte ich einen Checkpoint? Ja, okay, ich hatte den Checkpoint, alles klar. Gut. Dann wäre das ja geklärt. Geklärt Redfieldet. Keine Sorge, ich habe Resident Evil 2 nicht vergessen. Ich fühle mich nur gerade nicht so danach. Ich habe ein bisschen Respekt vor dem Spiel. Ah, schon wieder. Ja, da hätte ich wieder ganz normal auf ihn zulaufen sollen. Ah, ne, Moment, die Stelle kam ja noch gar nicht. Erstmal hier. Darüber. Und jetzt einfach laufen. Der Stein ist ja quasi so programmiert, dass er mich nicht treffen kann. Gut, schauen wir nochmal ganz kurz hier. Da ist ein Pilz, alles klar. Da war ich jetzt ungeduldig. Gut. Das war jetzt ein bisschen doof. Zu arrogant. Und dafür mache ich es jetzt aber hier besser. Plus, minus, null, würde ich mal sagen. Okay, plus, minus, null, minus, fünf. Das war nicht so cool. Ja, ich denke, ich werde dann... Wobei... Ich weiß nicht. Soll ich dann Save State machen? Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Ja, das ist nicht so viel. Da brauchen wir nicht speichern. Das ist in Ordnung. Also, nochmal. Zack, zack, nehmen. Warten. Rüberspringen. Alles gut, alles toll. Okay. Lauf. Und stehen bleiben. Genau. Dann, oh shit, ja, und dann einfach reinrennen, das war der Plan, genau, okay. Immer kurz vorm Ende, hä? Moment, wieso gibt's mir ein scheiß Leben? Ey, das, what the fuck, das sieht ja mal so geil aus, ey. Spontan denke ich irgendwie, ich bin in Atlantis oder so, auch wenn ich überhaupt gar keine Ahnung von Atlantis hab. Das ist ja, ey, ich liebe gerade diesen Levelabschnitt hier. Der Hintergrund kombiniert mit den Steinen, mit den Farben und so. Ich finde das extrem. Das ist mein Highlight, Leute. Das ist definitiv mein Highlight. Also, bin jetzt kein Fan von Wasserlevel. Also, wer ist es schon? Aber
die Kombination hier aus Hintergrund und so, gerade das finde ich extrem geil. Ja, und auch die Tatsache hier, dass er jetzt so noch mal so ein bisschen... Okay, jetzt speichere ich hier, jetzt kannst du mich mal. Dass er hier so ein bisschen Warp-Style macht, so verschiedene Thematiken, ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, von rechts nach links zu laufen, ne? Das ist so... Ich weiß nicht. In Jump'n'Runs von rechts nach links zu laufen ist extrem verwirrend. Genauso wie wenn man versucht, von rechts nach links zu schreiben. Geht es überhaupt? Ich weiß es ja nicht. Ich habe lange keinen Stift mehr in der Hand gehabt. Oh Gott. Also, ne, kann man so nicht sagen. Schon Stift in der Hand, ja, aber ich habe es eher so mit Zahlen als mit Buchstaben. Also, ich habe lange nicht mehr irgendwie was geschrieben. Aber so irgendwie mir Codes aufschreiben oder so, das... halt Zahlen aufschreiben, das mache ich öfter noch, aber so ganze Sätze oder so schreiben, eher nicht so. Okay, klassischer Bowser-Fight. Ist natürlich jetzt doof, wenn danach die Credits laufen, im Grunde habe ich das Spiel noch nicht komplett abgeschlossen. Aber naja. Okay, dann wollen wir mal. Ich hoffe, man sieht dann auch zwischendurch mal Prinzessin Yoshi. Wenn ich dich getroffen habe, weil da gibt es ja immer so diese... Es war so klar, diese Momente, wo sie dann, wo Peach immer Mario einen Pilz zugeworfen hat, ne? Und hier müsste es ja dann die schöne... Aua! Scheiße, ich habe nicht gesehen, dass er wiederbelebt wurde. Die schöne, schöne Prinzessin Yoshi sein. Wie auch immer die aussieht. Ich stelle mir gerade so ein bisschen diesen Typen da vor. Ich meinte ja vorhin so Super Mario Bros. Mit Eiern bewerfen. Da gab es ja diesen Typen. Dieses lilane Etwas. Dieses Pinke mit der Schleife. Aber das soll irgendwie ein Kerl sein. Aber das würde ich jetzt beispielsweise implementieren oder halt einen neuen Charakter bauen. Gott, ich hasse das! Das ist so dumm! Ja, genau! Habe ich ihn überhaupt schon einmal getroffen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Wow. Ja. Ich mache hier mal ein Safe-Set. Das es ist Klassiko. Das müssen wir uns nicht nochmal ansehen. Oh, ich bin so süß, wenn ich klein bin. Ich habe so einen kleinen Bierbauch. Scheiße, mein Charakter ist Alkoholiker. Oh nein! Oh, wie süß! Er hat es halt wirklich gemacht. Oh! Kawaii! Das war schön. Als ich das vor einer Minute oder so gesagt hatte, dachte ich mir, ah, nee, komm, also... Das wird nicht passieren. Ja, doch, der hat's gemacht, Natürlich ist Prinzessin Yoshi pink. Was dachtet ihr denn? Dachtet ihr so irgendwie, die ist gelb oder sowas? Nee, schöne klassische Mädchenfarbe. Das ist auch so eine Kontroverse, über die man mal reden könnte. Also so Farben, so von wegen, ja, pink ist für Mädchen und blau ist für Jungs und so weiter. Halte ich jetzt auch nicht so wirklich viel von. Also ich fand... Da hellblau und orange waren damals als Kind meine Lieblingsfarben, jetzt sind es eher so dunkelrot und schwarz. Und ja, also ich weiß nicht, ich finde es, ja, seht ihr das? Das Spiel stockt da manchmal so ganz kurz, wenn irgendwie Charaktere reinkommen oder sowas. Da hat es eben auch wieder gestockt. Also ich halte da jetzt nicht sowas von. Ich würde jetzt nicht sagen, du bist ein Junge und stehst auf Pink, Schwulette, bla 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 bla. Das finde ich doof. So, dann wollen wir dich mal umbringen, oder? Oder doch nicht? Oder doch nicht? Der will noch ein bisschen spielen. Zack. Einmal noch, ne? Oh, shit! Lul. Ja, okay. Checkpoint, Bitch. Da lasse ich mir noch nichts erzählen hier. Ja, ich habe gerade... Hui, ich dachte gerade, ich wurde getroffen. Das hat natürlich gepasst. Ich habe gerade keine Ahnung, wie lange das Video geht. Aber, huch. Wahrscheinlich wird es wieder so eine Stunde sein. Oder vielleicht sogar ein bisschen länger. Wer weiß. Ach übrigens, wo wir schon mal beim Thema zu spät das Video waren. Hier kriegt ihr noch das Bild, was ich euch schon vor 2, 3 Folgen versprochen hatte. Ich habe es nicht vergessen. Ich dachte mir dann nur so, ja, okay. Ne. Ich habe es halt vergessen reinzuschneiden. Und da dachte ich mir, da ist ja eh keiner interessiert, kann ich das auch noch später machen. Oh, sie hatte sogar eine Animation. Marios Abenteuer ist vorbei. Ja.
Mario und die Prinzessin Yoshi und seine Freunde werden Urlaub nehmen. Marios Abenteuer ist vorbei. Ja! Jawohl! Er war so schlau und hat Peach durch den Yoshi ersetzt, aber er hat vergessen, den Text zu ändern. Ja! Doch noch einen Lul gefunden. Ah, ist das schön. Ja, irgendwie, ich weiß nicht. Es ist, wir sind immer noch ein Dino, ne? Also, die, ne, ich will, dass die mit dem grünen Yoshi zusammenkommt. Also mit dem Yoshi, der sich auch immer um Mario kümmert. Das ist so mein Shipping, okay? Was? Kann die Alte nicht selber laufen? Und wo kommt der Grüne jetzt eigentlich her? Er war doch derjenige, der so meinte, jo, helf mal und so, ne? Schön den Weg freigeräumt, damit er sich die Olle schnappen kann. Ja, good job. Oh, guck mal hier. Gamma V. Oh Gott, den Bastarden kenne ich noch. Oh, okay, das klang jetzt ein bisschen gemein. Ja, der Typ, der mir einen extrem schweren Hack serviert hat. Ja. Der auch so ein bisschen geleckt hat. Ich wage zumindest zu behaupten, dass Gamma V derjenige war, der Another Super Mario World oder so gemacht hat. Müsst ihr mal gucken, da gibt's so einen Hack auf meinem Kanal, der ist irgendwie 50, 60 Folgen lang oder sowas. Das war, glaube ich, vom Gamma V. Ja. Also kriegen wir jetzt doch die ganze Credit-Scheiße ab hier, ohne dass da wirklich Credits laufen. Also von den richtigen Entwicklern quasi. Kann ich währenddessen noch irgendwas erzählen? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, ach so, zum Thema Bild. Ja, ich meinte ja so von wegen, man kann ja auch als Unkreativer etwas Gutes schaffen. Und da seht ihr eben halt jetzt gerade nochmal hier eingeblendet, dass ich halt bei Paint diese Vierecke immer ineinander gemacht habe. Und dann habe ich ja halt zwei verschiedene Farben genommen. Und ich finde, das sieht halt extrem cool aus. Ja, und das habe ich während des Berufsvorbereitungsjahres gemacht, weil wir nichts zu tun hatten. Das war oft da so. Also das war... Oh nein. Hallo? Ich hasse sowas. Sowas macht mir immer extrem Angst. Kann das Spiel bitte zurückkommen? Bitte? Hallo? Hallo? Bitte? Oh shit, jetzt habe ich gespeichert. Das ist natürlich noch besser, ne? Gespeichert und geladen. Jetzt habe ich meinen Tod gespeichert und geladen. Ja, okay. Dann werde ich jetzt einfach mal resetten, ne? Und dann nach rechts gehen. Ja, was wollte ich gerade noch sagen? Ja, das war halt so eine Scheinfirma, ne? Die haben da sinnlos Geld gekriegt vom Arbeitsamt und haben da eigentlich gar nichts für uns getan. Ja. Aber da habe ich auch aktuell drüber geredet, also in meinen 2012, 2013 Videos. Da kann man sich die eine oder andere Story gönnen. Grassy Hill, ja, gehen wir jetzt einfach mal nach rechts. Das, was das Spiel uns geraten hat, aber ich war anscheinend zu dumm, Ost von West zu unterscheiden. Anders kann ich es mir nicht erklären. Hier wird dann wahrscheinlich, ja, dieser gelbe Dingsterbumster sein. Oh, guck mal, neue Gegnerart. Also so ein bisschen modifiziert. Dieser, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Peace Witch ist es ja nicht, ne? Aber diese Dinger da, die dafür, ouch, die dafür sorgen, dass du da, dass sich da Steine füllen. Ich weiß halt nur nicht, ob mir das wirklich etwas geholfen hätte. Wenn ich da diese gelben Steine gehabt hätte. Ich habe sie schon realisiert und so weiter, aber ich weiß nicht. Na gut. Die sieht ein bisschen niedrig aufgelöst aus, die Pflanze. Aber was war denn das gerade für ein geiler Goomba? Heißen die Dinger so Goombas? Ja, ne? Die mit dem Panzer waren ja Koopa und die anderen hießen, glaube ich, Goombas. Oh, 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 guck mal! Oh. Das Level hat kurz an Geschwindigkeit aufgenommen. Das, diese Art des Scrollings eben, die gibt's ja dann wohl auch in Super Mario Maker 2, ne? War im ersten irgendwie nicht da, aber das soll man jetzt auch dann im zweiten machen können. So dieses, ja, nicht nur von links nach rechts, sondern, ja, dass die Kamera sich auch nach oben bewegt und so weiter. Recht interessant. Haben sie wahrscheinlich von dem Hack hier geklaut. Die Super Mario Maker Entwickler, also Nintendo, die spielen wahrscheinlich selber Hacks und klauen dann die ganzen Ideen von den Leuten hier. Also wenn wir in Super Mario Maker 2 mit Rex spielen können, wisst ihr Bescheid, Leute. Wisst ihr Bescheid.
eiskalt abgeschaut, weil ihnen selber nichts mehr einfällt. Warte mal. Da kann ich rein. Okay, das war jetzt eigentlich nur so ein Reflex. Na, okay. Rechts gibt's nichts mehr. Okay, Kanalisation. Ja, das wäre tatsächlich eine Thematik, die noch gefehlt hat. Ist eine Thematik, die gefehlt hat. Das Level kommt mir so ein bisschen copy-pasted. Kommt mir so vor, als wäre es copy-pasted, oder? Also, ich bin jetzt nicht der mit dem besten Gedächtnis, aber das wirkt extrem nach dem Original. Okay, das dann nicht. Aber der Rest schon. Okay, gut. Hätten wir das auch mal erledigt. Theoretisch müsste das jetzt kommen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. 5, 6 Level müssten wir eigentlich schon gemacht haben, oder? Entweder kommt jetzt noch ein Level oder wir sind jetzt beim Schalter. Ja, okay. Gut. Ist das jetzt noch ein richtiges Level? Ja, tatsächlich. Okay. Das hier ist dann, glaube ich, wieder Super Mario Brothers oder Super Our World. Ah, da kann ich durch, alles klar. Gehe ich hier durch, leck mich. Nochmal lege ich mich nicht mit dem Typen an. Ich kenne meine Grenzen. Ich weiß, gegen wen ich zu kämpfen habe und gegen wen nicht. Ja, das hier ist Super Mario Brothers 3, definitiv. Passt aber auch ganz nett in so diese Yoshi's Island Thematik rein, also so in Kombination mit Rex und auch mit der Musik. Die passt auch sehr, sehr gut. Ich habe hier so ein bisschen so das Gefühl, als wäre ich irgendwie so in einem Spielzeugladen oder irgendwie sowas. Also da kommen schon ein paar Emotionen rüber, keine Frage. Laufe ich gerade im... ich laufe im Kreis. Ne? War hier irgendwas drin? Wahrscheinlich habe ich das schon gegengehauen. Als zweimal das Grüßen. Gut, dann gehen wir hier mal entlang. Ah, gelb. Das ist, glaube ich, der erste gelbe Panzer, der uns hier über die Latichte läuft, ne? Und... da ist er, meine Freunde! Da ist er! Yay! Yeah! Da machen wir doch das, was uns geraten wurde, natürlich zum Schluss. Man kennt ihn, Leute, man kennt ihn. Immer das, was man als erstes tun soll, als letztes tun. Ja. Dann würde ich mal sagen, was ist für heute mit SMW-Hex? Natürlich kriege ich da noch einen Speicherpunkt. Okay, was sagt die Uhr? Oh, Stunde, knappe Stunde. Also wieder mal nichts für meine Abonnenten. Die 10 Minuten haben sie tatsächlich auch nicht geschafft. Die letzte Folge ging ja so 10 Minuten, ne? Da habe ich gesehen, dass die durchschnittliche Wiedergabezeit bei 3 Minuten lag. 3 fucking Minuten. In der Zeit war ich da noch nicht mal im Level drin, oder? Ja, das ist ein guter Konter. Da könnten die Leute jetzt sagen, ja genau deswegen haben wir abgeschaltet. Weil du immer so lange brauchst, um das eigentliche Spiel zu beginnen. Ja, was auch immer. Ich habe mich jetzt mit der Scheiße abgefunden. Ich flex einfach mit meinen Hundis jetzt rum. Kauf mir ein paar schöne Sachen und scheiß einfach auf alles. Und dann hat sich das. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso ich jetzt schon wieder darüber rede. Es ist, ja klar, es ist unterbewusst, es ist natürlich noch da. Aber ich... Mein Ziel ist es jetzt wirklich für die nächsten Monate... meinen Perfektionismus abzubauen. Also so die Tatsache, dass ich jetzt hier dieses Video quasi eineinhalb Tage zu spät gebracht habe, das ist für mich schon mal ein Schritt nach vorne. Ja, weil wir wissen ja, Anstrengung, Pünktlichkeit und so weiter, das sind ja so Sachen, die sieht man nicht gerne auf der Welt, vor allem nicht im Internet. Also von daher mache ich schätzungsweise jetzt alles richtig. Ja, was sage ich denn letzten Endes jetzt zu diesem Hack? Schwierig, schwierig, schwierig. Also erstmal Pluspunkt dafür, dass man... Oh, guck mal. Schaut euch mal den Rex oben links an. Der knallt doch eiskalt durch... geht doch eiskalt durch die Decke. Ja, die Tatsache, dass man hier mit Rex spielen darf, ist schon mal ein guter, krasser Pluspunkt. Die... Tatsache, dass man hier mehrere Thematiken miteinander kombiniert hat, fand ich auch recht sympathisch. Das sehe ich sehr, sehr selten. Die Musik war natürlich auch klassisch Yoshi's Island mäßig. Die Level selber,
ja, also wie gesagt, mein Highlight war jetzt diese kleine Schwimmpassage. Aber fernab von dem, ich fand die Level in Ordnung. Der einfache Schwierigkeitsgrad passt da auch sehr gut rein. Das ein oder andere Level war schon fast wieder zu lang. Aber da würde ich jetzt sagen, kann es auch sein, dass ich da wirklich einfach schlecht gespielt habe. Also ich finde, ich habe... Heute habe ich schon extrem viel Scheiße gebaut, ne? Muss man einfach mal dazu sagen. Also von daher... Ja, meine Kritik wäre tatsächlich das Geisterhaus. Das war meiner Meinung nach komplett überflüssig. Aber ansonsten... Ja, ich weiß nicht. Ups, da lasse ich meinen Stift vor Ahnungslosigkeit fallen. Ich weiß nicht, so im Nachhinein, die Level waren in Ordnung, aber ich hab sie irgendwie schon wieder vergessen. Also, klar, du hast hier diese Yoshi's Island thematischen Dinge. Ne, aber ich weiß nicht, Leute. Es soll jetzt nicht herzlos klingen. Ich meine, ich bin ja nun mal wirklich sehr, sehr vergesslich. Ne, aber... Das hier, das war schön. Es war halt vom Schwierigkeitsgrad ein bisschen behindert wegen den fliegenden Fischen. So, das hier, das war behindert. Kann ich da nochmal rein? Ja, da kann ich ja gar nicht mehr rein. Ja, ich weiß nicht. 3 oder 4, Leute. 3 oder 4. Ich weiß nicht, Leute. Es war gut, aber auch irgendwie anscheinend nicht so gut, dass es mir jetzt länger im Kopf bleiben würde. Ich weiß es nicht, Leute. Ich würde mal sagen, also, ne... ich sag's an dieser Stelle gerne nochmal, ihr könnt die Hacks auch immer selber runterladen und selber spielen. Ihr findet sie dann immer in der jeweiligen, unter der jeweiligen Folge, in der Videobeschreibung. Und auf der Seite, auf der ihr euch das quasi, ja, runterladen könnt, seht ihr auch die Reviews. Also ich werde dann mir jetzt die Folge hier anschauen und dann auch eine Review schreiben. Also ich mag das jetzt, mag mich da tatsächlich jetzt nicht dazu äußern. Da möchte ich nur mal in Ruhe mir quasi selber über die Schulter schauen. Also ich werde das dann in der nächsten Folge sagen. Ich weiß wirklich nicht, ob ich dem Hack jetzt eine 3 oder eine 4 geben soll. Eine 5 war es auf keinen Fall. Dafür waren gewisse Stellen zu asozial und das Geisterhaus war scheiße. Aber ja, ich weiß es nicht. Da müssen wir dann mal schauen. Ja, in diesem Sinne, was ist heute mit SMW-Hacks? Gibt's sonst noch irgendwas zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Wie gesagt, ich freue mich. Ach, das wollte ich noch sagen, das mit den 120 Euro. Ja, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Habe mir, wie gesagt, dann ein paar Sachen online bestellt, die ich euch dann in einigen Tagen hier auf diesem Kanal zeigen kann. Stellenweise dachte ich mir dann natürlich auch so, ja, wenn ich auf YouTube ansatzweise das kriegen würde, was ich verdient habe, meiner Meinung nach, wären die 120 Euro für mich jetzt ein wöchentliches Gehalt. Ja, 120 Euro, 12, 24, 36, 48, das wären 480 Euro im Monat. Da bin ich meiner Meinung nach noch recht bescheiden, wenn ich das so sehe. Ja, also hat mich stellenweise auch wieder so ein bisschen traurig gemacht. Aber ja, was soll man machen, ne? In diesem Sinne, danke fürs Nicht-Schauen. Danke, dass ihr wieder nach einer Minute abgeschaltet habt. So wie es sich für kleine, jämmerliche Sklaven der Gesellschaft, die hyperaktiv sind, gehört. Ich schaue mir, wie gesagt, jetzt meine eigene Folge an. Und werde dann dementsprechend mein Fazit auf dieser Seite verfassen und dann auch dementsprechend die Bewertung abgeben. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.